Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier aus dem wundervollen Irland. Heute machen wir eine ganz, ganz krasse Roadtrip-Tour, und zwar zum Giant Causeway Road. Und wir sehen richtig heftige Klippen. Ich verspreche es euch, es wird richtig genial. Mal wieder ein paar Game of Thrones Locations abchecken und wahrscheinlich auch mal ein bisschen den Foodie abhaken. Also Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Juhu! So, und zwar, wie ihr sehen könnt, habe ich uns hier eine ganze Route eingeplant mit Stops, die wir on the way besichtigen werden. Insgesamt sind es 11 Stops, das ist halt dann 6 Stops oder so. Und wir fahren jetzt zum ersten Punkt, ein Must-Do, wenn man in Nordirland ist. Dritter Tag, wie ist jetzt das Fahren auf der linken Seite, also Linksverkehr? Ja, ich muss sagen, man muss sich immer noch gewöhnen, vor allem beim links oder rechts abbiegen, da weißt du nie, von wo die kommen. Und irgendwie hast du auch das Gefühl, wenn du abbiegst auf einer Autobahn, dann hast du immer das Gefühl, dass irgendwie jemand noch von hinten kommt. Ich weiß es nicht, irgendwie ist das so ein kleiner Mind-Twist. Ansonsten klappt es gut, so das mit Schalten mit der linken Hand, das klappt manchmal nicht so Bombe, dann verschaltest du dich halt mal, statt in den fünften haust du mal den dritten rein. Aber ansonsten geht das voll klar, also ist echt gewöhnungsbedürftig für die ersten Tage und dann go with the flow. Aber du hast doch gesagt, schwierig sich das so räumlich vorzustellen, so beim Parken und so, ne? Das einzuschätzen. Ja, rückwärts einparken war gestern auch schon echt eine Herausforderung, also vor allem mit links und rechts über die Schulter schauen, irgendwie guckst du nur so trotzdem über die rechte Schulter. Egal, war gut. Yes! Cheers, Leute. Ich weiß, Leute, eine Travel-Sünde. Wir waren mal wieder bei Starbucks und ich habe mir diesen Becher geholt, Nordirland. Und der Grund der ganzen Sache ist, dass ich eine App habe, die heißt Bean. Und da tracke ich eigentlich alle meine Länder. Und die App sagt mir, ich bin in Land Nummer 40 angekommen, in Nordirland. Ich glaube da nicht so ganz dran, weil ich weiß nicht genau mit diesem UK, also United Kingdom, Great Britain und separate Region Nordirland und Irland selber. Ich verstehe das Ganze nicht, aber es sagt mir an, ich habe ein neues Land entdeckt und deswegen bin ich in Land Nummer 40. Und aus dem Grund habe ich euch auch so einen schönen Becher mitgebracht. Den habt ihr hier und den könnt ihr gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns einfach mal zu schreiben, welches Land wir als nächstes erkunden sollen. Und dann fahren wir dorthin. Schreibt gerne noch euren Instagram-Namen dazu und die Verlosung findet dann in 2 Wochen statt. Also cheers und jetzt geht's los zu den wunderschönen Orten von Nordirland. So, Amigos, unser erster Spot ist Dark Hedges, eine jahrhundertalte Baumallee, die so sich ineinander verzahnt in den Baumkronen. Sieht einfach nur idyllisch aus. Kein Wunder, dass hier auch eine Szene für Game of Thrones gedreht wurde, weil es sieht einfach nur traumhaft aus. Ne? Und auch irgendwie total mystisch. Also, total, ja. Und viele von euch haben uns ja schon gesagt, dass es relativ voll wird und no joke, hier sind so viele Leute schon. Wir sind gerade mal um 10 Uhr hier. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Atmosphäre, vor allem zum Sonnenaufgang mal hier hinzukommen und das Ganze mal anzuschauen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt ein paar schöne Aufnahmen für euch und dann geht es gleich weiter. Aber ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit den Aufnahmen. Let's go! Dein Einsatz. Du kannst ja Schafisch, ne? Schäfisch? Ja. Wie sagt man das? Ist das ein Dialekt, so ein irischer oder? Oh, geantwortet. Warning. Sheep. Listening.
So Freunde, unser nächster Stopp ist Kinbane Castle und das Coole hier an diesem Spot ist, dass es unser erster Stopp an den Klippen ist von Nordirland und es kommen hier keine Reisebusse hin, das heißt wir haben den Spot eigentlich genau alleine für uns und können es komplett genießen. Hinter uns befindet sich das Schloss, was ein bisschen klein ist und vielleicht unter den Witterungsbedingungen gelitten hat, aber es ist traumhaft schön und wir genießen jetzt erstmal hier die Aussicht. Und schauen uns das Ganze mal an. Ist traumhaft. Friends, ich hoffe, euch haben die Eindrücke gerade von dem Castle gefallen. War ein bisschen klein, zierlich, aber richtig schöner Spot und vor allem kaum Menschen dort gewesen. Ne? Richtig, das war richtig schön. Und wir sind gerade auf dem Weg zu unserem nächsten Spot und zwar ist das die Carricka Reed Rope Bridge. Bisschen Zungenbrecher. Aber was das Interessante ist, dass so ein paar Fischer dort so eine kleine Hütte hatten und dann haben sie sich so eine Brücke da hingebaut, eine Seilbrücke und haben dann von der Seilbrücke aus Lachs geangelt. Und da gehen wir jetzt hin. Ganz schön mutig. Ja, ich bin ganz gespannt darauf. Ich habe schon auf Instagram-Videos gesehen und auf YouTube. Und das sah sehr, sehr heftig aus. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Auf jeden Fall ist es ein bisschen voller. Ihr solltet die Tickets auch schon ein bisschen vorab buchen. Und jetzt, let's go. Schaffst du? Nein. Ich will hier weg. Ach du Scheiße, ist das Scheiße. Ich will hier weg. Schaffst du? Ach du Scheiße. Made it. Wie war die Impression? Ey, meine Knie zittern das und meine Hände, das wackelt ja total. Das wackelt übelst. Aber ich habe mir gedacht, zieh durch, weil ich habe erst nach unten geguckt und dann dachte ich mir, nee, dann bin ich so darüber gelaufen. Also Trick, nicht anschauen. Krass. Ich zerr voll den Adrenalinkick. Die Brücke war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Es hat gewackelt und gewackelt. Aber Leute, schaut euch mal dieses blaue Wasser und vor allem auch diese Klippen. Ich glaube, meine Kamera kann das gar nicht so widerspiegeln, aber das blaue Wasser, das habe ich zuletzt so auf Mallorca gesehen und ich hätte das niemals mitgerechnet, dass wir so blaues Wasser hier in Irland finden. Aber jetzt mal ohne Spaß, das ist eine Kulisse wie aus einem Film. Wirklich heftig. Und hier unten ist sogar noch das kleine Fischerdörfchen, ist jetzt gerade zwar geschlossen, aber da haben die Jungs geangelt und sind runter und ich glaube, das ist sogar noch irgendwie in Betrieb.
Leute, wir haben so Glück mit dem Wetter. Deswegen drauf erstmal ein schönes, kühles Guinness. Sauvignon Blanc oder was ist das? Chardonnay? Oh, sorry. Auf jeden Fall haben wir uns gerade eine schöne kleine Bar hier in der Nähe rausgesucht und werden uns jetzt nochmal genüsslich geil irgendwas mit Fisch essen, auf jeden Fall. Und deswegen cheers to that. Und ich muss sagen, ey, was eine krasse Aussicht auf dieser Brücke war, oder? Bisschen Angst. Also, ne? Ja, aber die Überwindung hat sich wirklich gelohnt, weil ich finde die Klippen so beeindruckend. Ja. Ist das da alles voller schöner Blumen? Also, das war schon echt heftig. Aber ich habe noch eine wichtige Info, Leute. Auf der Brücke zwischendurch, erstmal bin ich da draufgegangen und dachte, okay, geht. Und dann war die so, ich glaube, das fühlt sich an, wie 15 mal 15 von denen getrunken zu haben. Nach 15 Guinness, siehst du, so fühlt man sich, glaube ich, auf der Brücke. Das ist ein guter Vergleich. Cheers. Deswegen muss man, Shoutout gemacht ja, man haben. Muss gegenkontern. Okay. Cheers. Cheers, baby. Leute, unser Essen ist angekommen. Ich habe hier natürlich wieder Fish and Chips, was richtig geil aussieht. Sie hat hier so einen richtig geilen Seabass Filet mit schön Zitrone und Gemüse. Und ich muss sagen, ey, der Vibe hier ist richtig genial, weil es so ein kleines Dörfchen ist. Gar nichts los, außer dieses kleine Restaurant bzw. Bar. Und man kann hier richtig schön genießen. Und wir haben echt Glück mit dem Wetter. Oh ja. Das begleitet uns jetzt richtig krass. Und ja, ich würde sagen, ich hau mir das jetzt mal rein. Dazu gibt es natürlich auch noch hier Malt Vinegar, was sich auch gehört, in England bzw. hier in Irland. Und wir hauen uns jetzt genüsslich rein und enjoyen hier einfach mal den Vibe, der hier in Irland herrscht. Richtig cooler Stop. So, Freunde, wir sind angekommen am Giant's Causeway. Der letzte Stopp für heute. Und zwar ist es der Sage nach ein Weg, den der Gigant hier aus Irland gepflastert hat, um nach England zu kommen. Ich weiß nicht, was seine Absichten waren. Ich habe gehört... Zu seiner Schnalle? Ich habe gehört, er hat sich nicht mit dem Engländer-Giganten verstanden. Ich dachte, der war verliebt. Ja? Okay, lassen wir mal es dabei. Auf jeden Fall seht ihr hier diesen wunderschönen Weg. Und tatsächlich ist das alles hier Naturgestein. Und das Besondere daran, die sind alle sechseckig. Und es sieht einfach unfassbar schön aus. Wir würden euch mal empfehlen, hier zum Sonnenuntergang hinzukommen. Es ist echt wunderschön und gigantisch. Schaut euch mal auch die Klippen hier vorne an. Es ist alles sattgrün und er strahlt in schönen Farben. Es ist ein bisschen voll, allerdings lohnt sich auf jeden Fall der Weg. Und ich muss sagen, das war auf jeden Fall eine traumhafte Route, ja, um hier hinzukommen. Wir hatten richtig viele coole Stops. Morgen machen wir auf jeden Fall weiter. Und wir sind aber noch nicht am Ende unserer Route angelangt, denn wir fahren gleich nochmal zu unserem Hotel. Das zeigen wir euch auch nochmal. Das ist richtig, richtig genial. Und ich würde sagen, nächster Stopp ist auf jeden Fall ein Supermarkt und ein paar schöne Aufnahmen erstmal hier. Viel Spaß damit. So, Freunde, wir sind angekommen an unserer Unterkunft. Was sagst du, Schatz? Das hat er mit den Kühen. Ich dachte mir gerade erst, wo sind wir hier gelandet, aber wie schön. Einfach auf einem Bauernhof bzw. so einem Tiny House mitten in der Pampa. Und es sieht richtig heftig aus. Kannst du mal kurz reinschauen? Selber noch nicht reingeguckt.
Boah. Wow. Wohnzimmer. Hier ist. Oh, guck mal, hier ist Frühstück für uns. Cool, Bananas. Zimmer, kurzes Badezimmer. Oh, wow, wir haben sogar eine dicke Dusche. Crazy. Meinst du, das ist hier das Bett? Das kann wirklich sein, dass das das Bett ist. What? Ja, ich glaube schon. Hier ist das Bett? Nee, das ist das Extra-Bett. Das ist, glaube ich, für Kinder. Ich glaube tatsächlich, dass man das hier ausklappen kann. Mega, hier ist also das Bett. Das machen wir dann gleich. Oh, genial. Und wir haben einen übelst nicen Ausblick. Schaut euch das mal an. Vorne einfach die Kühe. Hello. Ich würde sagen, bevor wir unsere Sachen auspacken, gehe ich erstmal einkaufen, hol uns ein paar schöne Guinness und dann setzen wir uns hier unten hin und machen ein schönes Feuer und dann ein Resümee von dem Tag. Let's go! Friends, Stella ist jetzt kurz eine Runde duschen und ich fahre jetzt alleine noch mal kurz tanken und zum Supermarkt. Ich besorge jetzt noch ein paar Sachen für heute Abend. Vielleicht finde ich ja ein bisschen Feuerholz oder sowas, was man da vorne anzünden kann. Das ist einfach nur genial. Und ich muss sagen, Linksverkehr geht jetzt mittlerweile auch klar, so nach 3 Tagen. Man hat sich daran gewöhnt und ey, wir haben so ein Glück mit dem Wetter. Das gibt's doch gar nicht. Einfach nur schön. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Supermarkt. Vielleicht schaue ich mal, was wir Schönes einkaufen können. Ey Jungs, ich habe auch manchmal keine Ahnung. Das heißt immer irgendwie anders. Hier heißt es unleaded. Ich brauche einfach bleifrei, Junge, 95. Und dann gib ihm rein mit der... mit dem Scheiß. Aber ich habe die Dame gefragt, ich meinte so, ja, 95, ist es E5 oder was? Die so, yo, pack einfach rein das Zeug. Also, ich hoffe, wir bekommen morgen ein bisschen weiter. Let's go. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Ich finde, Irland ist noch so eine richtig geheime Destination, die noch nicht so viele auf dem Schirm haben. Und ich hoffe, mit den Videos konnten wir euch ein bisschen alles näher bringen und einfach wunderschön zeigen, weil es ist echt heftig. Ich bin selber erstaunt, wie schön es hier ist. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Deswegen vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten Episode. Haut rein.